Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier bei Slash Break zurück zu einem neuen Video. Heute habe ich mal die Lego Marvel Studios Minifiguren Serie für euch am Start. Ich habe vier verschiedene Päckchen mal mitgenommen und ich bin gespannt, was drin ist. So, seid mir nicht böse, wenn ich nicht von jedem den Namen kennen sollte. Ich bin mit Marvel noch nicht wirklich so verwandt. Ich kenne die ganzen Filme. Zum Beispiel die kenne ich Captain Carter und den Winter Soldier, die bin ich jetzt aktuell gerade dann am Schauen, damit ich da ein bisschen besser informiert bin. Ich finde, das sind so schöne Minifiguren teilweise dabei. Ja, mit dem Finger wehgetan, also nicht wundern, warum der Programm abgestürzt. Ja, wir sind immer noch bei der ersten Figur. Ich habe es da falsch aufgeschnitten. So, ich hoffe, wir bekommen Spider-Man. Oh ja, das müsste von The Falcon sein. Wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn ich etwas falsch sagen sollte. Wow. Also, ich bin gerade, ich weiß nicht, guckt ihr die Serie? Ich bin da gerade aktuell bei Staffel 1, Folge 2. Ich denke, dass das der Falcon ist. Und ich zeige es euch gleich aufgebaut. So, und hier haben wir schon unseren The Falcon. Oder eher gesagt Captain America. Ich bin mir da nicht sicher. Seine mega coole Figur. Hier mit den Armprint und den Beinprint. Seiner kleinen Drohne. Ja, fantastisch. Und ab zur nächsten Figur. So, und jetzt sind wir schon beim zweiten Tütchen angelangt. Und hier ist nicht so viel drin. Ich denke, die Blonde ist drin. Ihr Namen weiß ich überhaupt leider nicht. Ich weiß nicht, schneidet die auch immer komplett die Päckchen auf oder. Ich weiß nicht, ich bin da gerade skrupellos. Manchmal schneide ich so. Oh nein, es ist Loki. Oh ja, es ist Loki. Da habe ich auch die erste Folge von geschaut. Oder sogar auch zwei. Und ich. Ja, den können wir ja gerade so mal aufbauen. Loki ist echt eine coole Person. Ich mache mal demnächst ein Fragevideo, da werde ich darauf antworten, wie es mit den Marvel-Sets so bei mir aussieht, ob ich die sammle oder ob ich sie sammeln werde. Ja, coole Figur. Und ich würde sagen, ab zur nächsten Und Figur. jetzt sind wir auch schon bei den Tütchen Nummer 3 angekommen. Hier sind wieder mehrere Teile anscheinend drinne. Ich bin echt gespannt. Also bis jetzt sind echt klasse Figuren dabei. Und anscheinend schneide ich die Päckchen noch nicht richtig auf. Also ich weiß nicht, Spider-Man ist mein Favorite. Ich hoffe, dass wir den bekommen. Oh, ich glaube, es ist Captain Carter. Wow. Das ist auch eine coole Figur. Ich habe auch gehofft, dass ich sie bekomme. Ich zeig's gleich aufgebaut. So, hier haben wir unsere Captain Carter. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Captain Carter. Dual-Molded Beine. Mit verschiedenen Farbton drin. Mit dem Schild und den Stein. Ich schätze, es sollen nur zwei sein. Der dritte gilt als Ersatzstein, schätze ich mal. Oder nur einer, ich weiß es nicht. Aber sehr schöne Figur, ja. Wen's interessiert, sie hat auch noch ein anderes Gesicht. Ja, da guckt so ein bisschen grimmig. Sehr schöne Figur. Was mir auch gefällt, dass hier diese unsichtbaren Steine dabei sind, dass man die schweben lassen kann. Finde ich top. Oh, und jetzt sind wir auch schon beim letzten Päckchen angekommen. Ich hoffe, dass Spider-Man drin ist. Ich habe so eine Befürchtung, dass hier unser The Falcon nochmal drin ist. Weil sich es jetzt doch vom Päckchen ähnlich anfühlt.
Ja, ich bin mal gespannt. Oh nein, es ist. Wer ist das? Ah, okay. Mit dem Krokodil oder was das sein soll. Da weiß ich jetzt wirklich den Namen auch nicht. Seid mir da wirklich nicht böse. Ich werde es nachschauen und dann im Video einblenden. Aber mit zwei coolen Schwertern. Ja, jetzt fragen sich vielleicht, welche war. Warum kennst du die nicht? Ich habe nicht jeden Film geguckt. Ich habe eher die alten Filme geguckt. Mit Iron Man und so. Endgame und so habe ich auch geschaut. Aber danach kamen ja noch so viele Serien. Und aber ich glaube, es soll eine Loki-Variante sein, oder? Boah, schöne Arm. Druckung. Sehr schön. Ja, ich baue es gleich zusammen. Ja, auch eine sehr schöne Figur. Die Armbedruckungen. Wow. Ich finde auch die Rücken. Also die Serie ist echt wow. Da sind so schöne Figuren dabei. Hat mich jetzt auch dazu inspiriert, halt nochmal die Filme zu schauen und die Serien. Also hoffen wir mal, dass wir auch in Zukunft so eine Serie von Star Wars bekommen würden. Es sind 12 Minifiguren in der Serie. Völlig ausreichend. Ich finde es gut, dass ich keine Doppelten habe. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt mir einen Kommentar, teilt das Video mit euren Freunden. Würde mich wirklich sehr freuen. Schaut bei meinem Instagram vorbei. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf meinen Videos die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. So, dann bedanke ich mich und freue mich dann auf das nächste Video. Auf Wiedersehen.